Ich hatte gerade wieder mal Termin mit Chimisu-san. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die Situation, wo ich damals noch wirklich live vor Ort war. Aber das ist schon lange her, Corona sei Dank, sitze ich in Frankfurt fest und bin eben nur im Interview quasi per Internet freigeschaltet hier für das japanische Fernsehen. So, das soll uns aber nicht weiter stören. Unser Thema war allerdings European Ketchup. Da habe ich dann auch erstmal schmunzeln müssen ob der Aussprache. Also es geht natürlich nicht um irgendeine rote Tomatensoße, sondern es geht darum, dass die Europäer wohl so sehen, dass die Japaner vielleicht jetzt aufholen dürfen. Wir sehen das ein bisschen beim Euro gegen US-Dollar, so haben wir auch angefangen und ich denke mal, das sollten wir ruhig mal hier aufgreifen, das Thema. Die Bewegung, die wir hier nach oben haben, ist ja nun mal sehr auffällig. Ganz kurz, um tatsächlich das Gesamtbild nochmal im Auge zu haben, das ist hier der Anstieg seit März letzten Jahres. Sehr, sehr dynamisch, ganz vereinfacht mal dargestellt. 1, 2, hier intern 1, 2, 3, 4, 5, dann hier die größere wieder und das. Und das sieht zwar hässlich aus, aber wenn ich das ein bisschen übertrage, wird man sagen, 1, 2, 3, 4, 5, auch intern 1, 2, 3, 4, 5, da passt schon irgendwie. Also insofern, das als Idee für den Aufwärtstrend. Wir sehen auch, dass die Korrekturen hier nicht überlappen. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Anschließend hat man Rücksetzer. Die Frage ist, ist der weit genug gelaufen? Schauen wir mal hier drauf und dann sehen wir, dass der Rücksetzer, wenn wir das mit den Fibonaccis uns mal angucken, bis zur 38er-Marke ungefähr, und das ist so ein klassisches Rücksetzerniveau. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass er noch ein bisschen tiefer geht, weil auch diese Levels sind ganz typisch, muss ja nicht unbedingt, aber das wäre auch noch in Ordnung gewesen für die Abwärtsseite. So, das hat er aber nicht gemacht, er hat uns einen Aufwärtsarm beschenkt und ihr seht, das ist doch wieder eine sehr starke Dynamik. Erinnert euch das an was? Eine sehr starke Dynamik. Irgendwann wird daraufhin eine Korrektur kommen und ich denke, dass es anschließend nochmal weiter nach oben gehen wird. Also ich sehe, dass nicht nur die 1,24 im Thema ist, sondern vielleicht auch Richtung 1,30 das Ganze noch, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir sehen also, Euro gegen US-Dollar hat zumindest mal von der Seite aus Chancen. Würde natürlich bedingen, dass wir einen Dollar schwächer haben. Das würde es helfen oder der Euro muss schon sehr stark werden. Vielleicht helfen hier mehrere Effekte gleichzeitig, die hier eine gewisse Bewegungsdynamik auslösen können. Ich will gar nicht davon sprechen, doch, ich will davon sprechen, sonst hätte ich es nicht angefangen, was das vielleicht für die Indizes bedeutet, denn das war eben auch das Thema, wie sieht es denn aus beim DAX? Kommt der dann jetzt dann nochmal und gibt dann nochmal richtig Gas? Schlecht ist es ihm ja auch nicht ergangen, er ist ja nun wirklich nach oben unterwegs gewesen, insofern darf man da ja nicht wirklich maulig sein im Sinne von, aha, das ist hier ein ganz anderes Bild als Amerika. Nein, die Bewegung ist hier natürlich auch nach oben. Eine Überlegung dazu ist aber die, dass vielleicht tatsächlich jetzt durch die Sorge, die man hat, was die Steuern angeht, die Steuererhöhung von Biden, könnte vielleicht für Sorge sorgen auf der einen Seite und die Erwartung, kommt dann vielleicht doch noch so was wie eine CO2-Steuer, lauter so Sachen, die vielleicht einen kleinen Vorteil, denn wir wissen, Europa ist ja doch ziemlich untätig, was alles angeht, also so richtig was gebacken. Doch, wir haben eine Bundesnotbremse, irgendwas kriegen sie ja dann doch auf die Reihe. Über die Qualitäten lassen wir uns jetzt mal nicht weiter aus. Aber trotz alledem, also die Chancen, dass es hier noch weiter nach oben geht, sind nun mal relativ groß. Das ist die Erwartungshaltung, die er geäußert hat und ich muss sagen, ich teile sie. Geht das? Kann man das teilen? Aus aktueller Sicht sieht doch doof aus eher. Ja, tatsächlich, das ist eine scharfe Abwärtsbewegung. Im Moment ist das noch eine scharfe Aufwärtsbewegung. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie sowas noch bekommen. Danach nochmal runter. Das muss natürlich nicht so aussehen. Würde mich allerdings weder wundern, sondern im Gegenteil, würde mich eigentlich freuen, denn dann wären wir irgendwie so wie hier unterwegs. Und das wäre dieses vergleichbare Bild. Ich habe das hier sogar noch ein bisschen zu klein gezeichnet, aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Und das fände ich gar nicht so schlimm, weil das auch in dem Gesamtkontext des langfristigen Charts eigentlich die besten Voraussetzungen mitbringen würde. Wir wissen, dass sehr häufig, eigentlich typischerweise, die Märkte eben sich fünffällig entwickeln. Das heißt, so einen klassischen Schub eben sich mehrfach aufteilen lässt in die größten Korrekturen, die man da drin hat, dass es sehr häufig fünffällig ist. Das muss natürlich nicht so sein, aber grobes Indiz ist, Trendbewegungen fünffällig, Gegentrendbewegungen sind dreiwellig, das ist so der Klassiker. Das haben wir ja hier jetzt auch schon mehrfach miterlebt. Dementsprechend, solange das hier eine dreiwellige Geschichte wird, wäre das gar nicht so schlimm und wir können dann nachher sogar noch mit weiter steigenden Kursen rechnen. So, ihr seht, das ist jetzt heute ein bisschen längerfristig, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich habe gedacht, den Gedanken teile ich mal mit euch, mit denen insbesondere, die jetzt auch mal sagen, ja, aber wohin führt denn das Ganze, was wir jetzt haben? Ich glaube, dafür sind die Chancen nicht so schlecht.
was die Aussichten angeht. Wer kürzerfristige Bilder gerne mag, der sollte sich für den Trade des Tages anmelden. Da machen wir sowohl als auch, aber mit konkreten Handelseinstiegen, Stopmarken und so weiter. Und eben auch für das Born for Trading. Auch dafür habt ihr hier einen Link. Dann kriegt ihr Informationen, wo wir was wann machen und welche Idee im kurzfristigen, mittelfristigen und im langfristigen eben unter Umständen sinnvoll sind. Also anmelden, es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall, zumal es ja kostenfrei erstmal ist. So, also in diesem Sinne, euch erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, genießt den Freitagshandel ein bisschen, genießt anschließend das Wochenende und nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.